Mit Blick auf Baden-Württemberg, wo ja Grün-Rot eine Schulreform umsetzt, wollen wir auch in Bayern einen ähnlichen Weg gehen, weil es ja auch vergleichbar ist. Wir wollen ermöglichen, dass vor Ort neue Schulkonzepte entstehen, Gemeinschaftsschulen mit einem gemeinsamen Lernen ab Klasse 4, ab der 5. Klasse, sodass es eben die Trennung in unterschiedliche Schularten nicht mehr gibt, sondern dass eben in einer Schule Gymnasiale, Realschul- und Hauptschulstandards möglich sind und eben alle Abschlüsse nach Klasse 9 bzw. nach Klasse 10 möglich sind. Dafür muss natürlich sich der Unterricht verändern in der Schule, weg vom Frontalunterricht zu mehr selbstständigem Lernen der Schülerinnen und Schüler, zu einer Lernbegleitung durch die Lehrkräfte. Und dafür müssen die Schulen ein Konzept entwickeln und sich auf den Weg machen, sodass wir dann Schulstandorte, wo die Schülerzahlen zurückgehen, die dadurch gefährdet sind, besser erhalten können und eben ein wohnortnahes, gutes Schulangebot für die Schüler in dieser Region machen können.